Jo Leute, Magstar hier und heute spielen wir Marvel Avengers. Ja, und weiter geht's mit der nächsten Mission, Agonie und der Ameisenhügel. Kampagnenmission. Dann würde ich doch mal sagen, legen wir doch gleich mal mit dieser Mission los. Ich habe natürlich Iron Man, die Ausrüstung natürlich ein bisschen verbessert wieder, weil wir natürlich die auch höher aufrüsten können. Jetzt möchte ich mal gerne zum Inventar. Es gibt nicht viele Wege nach Meridian. Ich schlage vor, wir kapern einen ihrer Hyperschallkreiszüge und fahren damit direkt ins Herz der Operation. Das würde ich jetzt gerne aufrüsten. Ich kann die Züge hacken, aber dann fliegt der Ameisenhügel auf. AIM kann unsere Position bestimmen. Ihr müsst euch beeilen. Also stürmen wir die Basis und zerlegen sie. Gut, ich mag es laut und direkt. Okay, stürmen wir zur Basis und ja, dann machen wir die platt. Alles klar. Ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Folge, ne? Das wird wieder richtig actionvoll. Als ich undercover bei AIM war, habe ich nie eine Freigabe für Meridian gekriegt. Tja, Ned, dann ist das jetzt deine Chance. Lade Koordinaten des Eingangs der Hyperschaltkreisstation hoch. Brechen wir auf. Wie viele Super... Alles klar. Agonie und der Ameisenhügel heißt diesmal die Hauptmission. Den Hyperschaltkreis besteigen. Oh ja, Mann. Da freue ich mich aber richtig. Da freue ich mich jetzt aber richtig darauf. Komm schon, das werden wir tun. Bist du nervös mit Pimps Partikeltech an deiner Rüstung? Hank ist klug, aber seine Pimp-Partikel sind bestenfalls instabil. Wenn er es hinkriegt, dürften sie genau das sein, was wir brauchen. Nein, 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 nein. Hoffen wir auf ein Wunder. Ihr wisst, dass ich euch höre, oder? Oh, Mistnet. Schon wieder. Oh, sehr schön. Alter, geil. Ich kann sogar das ganze Ding, Oh, geil, ey. Ich kann sogar dieses... Da ist die Hyperschaltkreisstation. Wie geil ist das denn? Sie wird von einem Kraftfeld geschützt. Oh, fuck. Zerstört seine Energiequelle, dann hacke ich ihr System und rufe einen Zug. Verstanden. Okay, er ruft einen Zug, alles klar. Okay, ich fliege natürlich hier durch, ne? Oh Mann, die Armen, die müssen alle laufen, aber ich bin sowieso gleich hier. Oh, jetzt. Oh, shit, Achtung. Okay, jetzt machen wir das. Ja, Mann, sehr schön. Das klingt aber gar nicht gut. Den Hyperschaltkreis besteigen. Okay. Ich brauche mehr Zeit. Weiter geht's. Okay. Hol uns nur den Zug. Okay. Ja, Mann. Komm schon, jetzt. Ja, wow. Blitzschläge habt ihr kassiert, ne? Stromschläge, keine Chance habt ihr. Jetzt, wo meine Blitze kommen. Oh, ist schön, was man hier alles findet, ne? Also, wenn es um Ressourcen geht, die sammle ich natürlich immer gerne ein. Hier hat es übrigens. Suchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Okay, werde ich tun. Sehr schön. Okay, da haben wir. Da haben wir noch mehr. Oh, ja. Oh, fuck. Oh, sehr schön. Ja, ich helfe mit. Es werden ja immer mehr Leute, aber wir bekommen immer Unterstützung. Das ist das Schöne, Leute. Oh ja, Mann, mit E, das ist mein Lieblingstrick, langsam. Egal mit welchem Held, ich mache es einfach richtig gerne. Okay, du denkst, du hast einen Laser? Ja, ich habe einen viel stärkeren Laser als du, ne? Du bist gleich down. Wow. Das hat mich nicht einmal ansatzweise beschädigt. Und das Geile ist, ich habe jetzt das Ganze zum in die Luft gehen. Auch noch im Griff, Leute, ne? Also die können mich nicht mehr so einfach besiegen. Ich bin in der Luft. Auch wenn sie das Gefühl haben, sie seien die Obermächtigsten. Ich kann immer noch ausweichen. Ich habe das Ganze gelernt letztes Mal. Da mussten wir ja diese Trainingsmission machen. Haben wir aber alles gelernt. Schön. Okay. Ich muss warten, bis ich da wieder schießen kann. Bis ich da wieder Ionen schießen kann, oder wie man es nennt. Plasma oder was auch immer. Okay, mal schauen, was wir hier gefunden haben. Okay, Achtung, ich will abheben, ich will auf den Boden. Ich muss Ressourcen haben.
Sehr schön. Okay, ich bin drin. Jetzt haben wir sie besiegt. Bereit. Aber alles ist in Alarmbereitschaft. Das kriegen wir schon hin. Okay, ich werde mal schauen, ob ich etwas aufrüsten kann. Denn ich habe jetzt einige Sachen gefunden. Kann ich das noch nicht aufrüsten? Ah, doch, Leute. Jetzt haben wir hier die 11, wo wir noch aufrüsten können. Sehr gut. Hier können wir nichts weiteres aufrüsten. Hier auch nicht. Okay, ich denke, das reicht mal. Echt jetzt, Tony? Alles klar, dann da hat es noch Spezialressourcen, ne? Okay. Nicht wundern, Leute, ich sammle noch ein bisschen Spezialressourcen. Das ist wichtig, Leute. Damit können wir natürlich auch die nächsten Missionen machen. Das ist sehr wichtig für uns. Wir müssen diese alle Missionen irgendwann haben. Okay, die sammle ich jetzt mal ein. Sehr gut. Sehr schön. Okay, haben wir alles eingesammelt. Ja, unsere Aufrüstung wird natürlich besser. Und die Frage ist jetzt, wo wir hin müssen. Okay. Es hätte noch ein paar Ressourcen, die ich sammeln könnte. Das würde ich jetzt eigentlich auch liebend gerne machen. Die zerstöre ich mal. Die Party beginnt! Ja, die Party beginnt. Erst recht. Okay, die sind viel zu weit weg, dann nicht. Ich wollte die jetzt eigentlich noch holen, aber egal. Holen wir sie später, falls wir dort vorbei müssen. Jetzt würde ich mal sagen, beginnen wir mal mit dieser Mission, was Gegner. Wir tun müssen. Und zwar müssen wir hier raufgehen, ich sehe. Ich glaube, genau, hier müssen wir raufgehen. Hier hat sie die Treppe. Alter, ich kann mit dem nicht einmal normal rennen, Leute. Das ist das Geile eben. Ich kann fliehen. Ich schwebe, sobald ich natürlich die Shift-Taste drücke. Das ist eben das Geile an Iron Man. Sicherheitsfreigabe akzeptiert, Dr. Belova. Bitte gehen Sie an Bord. Okay, ich gehe an Bord. Belova. Eins meiner alten Aliase. Oh, Leute, wir sind in diesem Zug. Verdammt, AIM am Ameisenhügel gesichtet. Wir brauchen dringend die Partikelprobe. Okay, AIM, es heißt Agonie und der Ameisenhügel. So heißt ja die Mission. Alter, was für ein geiler Zug, ey. Noch nicht. Wir sind gleich da. Holen wir uns, weshalb wir hier sind. Alter, ist das ein Zug oder was? Es hat ja geheißen, es ist ein Zug. Alter, der ist aber richtig schnell unterwegs, ne? Alter, was für ein moderner Zug. Da ist Meridian. Verdammter Mist, die AIM-Bienen waren aber fleißig. Ich empfange eine PIMP-Partikelsignatur tiefer in der Basis. Okay. Aktualisiere ihr HUD. Darum liebe ich dich, Charles. Nein. So schnell kriegt ihr mich nicht. So schnell kriegt ihr mich nicht, ne? Verdammt, Avengers, wir haben ein Problem. AIM hat meinen Hack seine Systeme verfolgt. Ich erhalte Alarmmeldung aus der Umgebung des Ameisenhügels. Oh nein. Ihr müsst diese Partikelprobe rasch finden und sofort zurückkehren. Okay. Selbst wenn wir sie finden, schaffen wir es vielleicht nicht rechtzeitig zurück. Durchhalten, ich weiß, wie ich euch zurückhole. Durchhalten. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe und könnte Hilfe gebrauchen. Sehr gut. Okay, ich schicke Theo, einen meiner Agents, zu eurer Position. Er teleportiert euch und die Partikelprobe zurück zum Den Bereich sichern, Teleportation? Wow. Meine Truppe ist schon hier. Das ging jetzt Bitte aber schnell, ne? Euch. Ihr müsst zurück sein, bevor sie uns erreichen. Okay. Ja, den werden wir auch gleich eliminieren. Okay, der ist schon fast down. Okay, jetzt der nächste. Oh, kann ich jetzt... jetzt kommt der riesige Iron Man. Oh, ja, Mann. So, was gemacht. So, sehr schön. Wir haben das Partikel alle eliminiert. Hank? Verdammt, Kim, wo ist dein Kontakt? Er müsste dort sein. Okay, sehr gut. Avengers, schnell! Wo ist das Pin-Partikel? Oh, ja, Mann, mit F. Mit F, Alter, zu brutal, ey. Mit Odin konnten wir schon so richtig abgehen, aber jetzt noch diesmal. Ich helfe dir. Okay, komm. Runterfahren. Ja, runterfahren. Schön. Dem seine kleinen Waffen zerstöre ich mal, ne? Ja, jetzt kannst du nicht mehr viel tun, ne? Okay, jetzt ist Schluss. Eliminiert. Und jetzt kommt der nächste an die Reihe und dadurch... Oh, jetzt habe ich aber eine extreme Aufrüstung erhalten.
festhalten, ne? Das sind alles Teile, die wir dann einsetzen können, ne? Oh! Oh, ja, Mann! Okay, okay, nochmals. Sehr schön. Okay, den haben wir flach gelegt. Den haben wir eindeutig flach gelegt. Halt noch mit seiner Ladung, ey, Digga. Der rastet ja komplett aus. Hier haben wir unser Kollege. Bring uns zum Ameisenhügel. Sie brauchen unsere Hilfe. Ihr werdet an der Front gebraucht. Festhalten. Es könnte Turbulenzen geben. Oh, oh mein Gott, was für viele Gegner, ey. Viele, viel zu viele Gegner. Oh, hier ist das Kriegsboot, ich sehe es. Hier ist das Kriegsboot. Das müssen wir jetzt eliminieren. Ach du meine Güte, ey. Das ist nicht gut. Ames Maschine wird in wenigen Minuten durch sein. Okay, dann schalten wir sie aus. Die verwundbaren Stellen des Kriegsboots im Visier nehmen. Okay, die verwundbaren. Ja, was ist denn alles verwundbar? Das ist die Frage, Leute. Oh, hab's. Und jetzt mit dem Brustton der Überzeugung. Oh ja, Mann. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Ich kann fliegen, ne? Sehr schön. Da haben wir noch einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf die Lüftung an den Beinen. Gut gemacht. Sehr schön. Okay, das ist ausgeschaltet. Das ist ausgeschaltet. Oh nein, Achtung. Achtung, 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 Achtung. Okay, das haben wir besiegt. Jetzt müssen wir das noch eliminieren. Und jetzt das nächste. Oh mein, wo ist das nächste? Wo ist das nächste? Oh shit, Alter, dieses Krieg. Oh nein, ouch, ouch. Das, da darf ich nicht hingenommen. Greifen Sie sein Auge an. Okay, sein Auge wird gleich tot sein, Leute, ne? Bald bist du tot! Achtung, er geht wieder online! Okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Alter, muss ich jetzt den hineinmal eliminieren, oder was muss ich da genau tun? Aber der ist noch nicht down. Die Seitenlüftungen überhitzen. Zielen Sie darauf. Okay, die Seitenlüftungen überhitzen. Alles gut. Oh, Alter, dieses riesige Schiff müssen wir eliminieren, ey. Also dieses Kriegsboot, wie man das nennt. Okay. Okay, wer weißt du was? Schön gemacht. Ich kann ausweichen. Oh nein, Achtung. Okay, das ist tot. Das ist tot. Und jetzt das nächste. Oh, finden wir hier oben noch einen Schwachpunkt. Ja, der kann gerne hier oben nach oben schießen, ne? Ich habe kein Problem damit. Vorsicht, er bäumt sich auf. Okay, ich heile schnell in dieser Zeit. Oh nein, oh nein. Zeit für das schwere Gerät! Oh, Alter, der wollte Raketen auf mich schießen. Jetzt bist du fällig. Das Aim-Speed-Schiff, ey. Wenn wir das mal losgingen, ey, das wäre richtig geil. Ich möchte das richtig eliminieren. Jetzt müssen wir das angreifen, Leute, ne? Oh nein. Sind es da auch noch solche? Okay, das ist mal eliminiert. Lol, und jetzt?
Oh, ich weiß es nicht. Der große Grüne ist ausgeschaltet. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alter, was muss ich da genau angreifen? Hallo? Die Schwachpunkte, ja. Vorsicht, er bäumt sich auf. Oh nein. Da hat es noch einen Schwachpunkt. Schön. Okay, und jetzt müssen wir die nächsten. Das hat immer wie... Alter! Geht das überhaupt mal offline? Das frage ich mich. Oder muss ich das selbst in die Hand nehmen? Okay, das haben wir mal erfolgreich eliminiert. Okay, jetzt reicht's. Das ist Ihre Chance. Gehen Sie auf das Auge. Okay, das ist meine Chance, Leute. Ne? Jetzt muss ich auf das Auge gehen. Who you gonna call? Oh ja, Mann. Oh ja. Keine Sorge, ich kümmere mich um jeden von euch. Okay, gut. Wir sind aufs Auge gekommen, ne? Jetzt ist nur die Frage. Wo können wir noch weiter angreifen? Geht das überhaupt so? Oder muss man da noch etwas Spezielles tun, dass man das macht? Die Seitenlüftungen sind wieder angreifbar. Ist da nicht eine schnellere Taktik, wie man die gar? Ja, Mann. Oh, der ist down, ne? Oh, wird das etwa Eis hier drin? Oh, wird das etwa Eis? Ja, ich glaube, das wird Eis. Okay, jetzt gehe ich mal... Ich schließe ein bisschen näher auf. Viel Leben hat dieses Gerät nicht mehr, Leute. Also viel soll das nicht mehr aushalten. Das ist... Also, das ist aus. Oh ja, Mann, wir haben das Teil beinahe eliminiert. Und ich dachte, es gäbe hier nie ein Ende. Achtung! Oh nein, 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 nein. Okay, 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 ich greife das mal an. Oh, Leute, dieses Kriegsschiff wieder. Jetzt, okay, jetzt reicht's. Okay, okay, okay. Jetzt noch das. Und dann haben wir alle drei eliminiert. Hier oben. Diese blöden Dinge. Vorsicht, hier. Er bäumt sich auf. Oh, Achtung, 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 Achtung. Okay, okay. In dieser Zeit fülle ich mal mein Leben auf und meine Fähigkeiten füllen sich in dieser Zeit auch wieder auf. Und ausweichen kann ich auch schön, ne? Hab hier ein paar Probleme! Oh nein, 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 nein. Oh, schön ausgewichen bin ich. Schön ausgewichen! Oh, jetzt kommt er mit seinen richtigen Waffen hervor, ne? Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Okay, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ja. Irgendwie schwarz vor Augen. Der große Grüne ist bin hier, um zu helfen. Oh, wiederbeleben. Sehr gut. Leute, wir haben es beinahe besiegt. Viel braucht es nicht mehr. Ihr seht, das Gerät sollte schon bald abstürzen. Vorsicht, er bäumt sich auf. Nein,
Alter, ich dachte schon, wir wären gestorben. Unfreundliche Gestalten. Oh, wir haben sie eliminiert, Leute. Alter, das reichte. Ich dachte, das wäre nie down irgendwie. Aber jetzt haben wir dieses ganze Teil mal kaputt gemacht. Da hast du es, Aim. Sir, ich orte eine enorme Teleportsignatur. Verdammt. Oh nein. Nein, 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 nicht noch das zweite. Einsatzbereit, oh ja, oh ja, oh jetzt kommt, jetzt kommt Dr. Hank. Oh ja, Mann, oh komm. Und tot bist du. Unglaublich, es hat geklappt. Glückwunsch, Dr. Pym. Die Resistance hat eine beeindruckende neue Waffe. Sie sind niedlich, wenn sie klein sind. Danke, Leute. Ich schulde euch was. Leute, ey, das danke Experiment für eure Hilfe. Von Dr. Hank. Ich lasse die benötigten TIM-Partikel zur Chimera transportieren. Okay. Ich weiß, du hörst nicht auf gut, mich, ich gehe mal ich zum Charaktermenü, denn sei ich möchte vorsichtig. Jetzt einige Sachen natürlich ich aufrissen. Ich gebe mein Bestes. Oh ja, Leute, jetzt haben wir richtig gute Ausrüstungen. Ja, Mann. Brutal. Brutale Aufrüstungen haben wir. So, jetzt können wir hier unsere Fähigkeiten natürlich verbessern. Und dann haben wir hier, können wir das wählen. Jetzt sind wir richtig gut dran. Und natürlich werden wir bei den Fähigkeiten auch mal wieder ein paar freischalten, nämlich diese Fähigkeit. Sehr schön. Spezialfähigkeiten können wir diese mal freischalten. Okay. Weiter aufrüsten können wir, glaube ich, nichts mehr. Nee, das können wir auch nicht weiter aufrüsten. Vielleicht hier noch etwas. Oh, ja. Das rüsten wir auf jeden Fall auf die Nummer 13 aus. Dann haben wir hier schon etwas Stärkeres am Start. Unsere Aufrüstung wird immer besser. Gut, dann würde ich mal sagen, Kampagne natürlich fortsetzen. Aber wir werden die Mission dann wieder, die nächste Mission dann wieder im nächsten Let's Play natürlich wieder beginnen. War jetzt wirklich richtig geil, ey, dieses Kriegsboot auszuschalten. Wie wir die vermöbelt haben. Wie wir die vermöbelt haben. Jetzt fehlt uns einfach nur noch die Ausrüstung, Leute. Und wenn wir dann noch mehr aufgerüstet sind, dann können wir dann die nächsten Aufgaben auch schon lösen. Okay, meine Inventar-Loots sind voll, ne? Ich schau mal, wie das mit dem Inventartresor aussieht. Okay. Sortieren, ändern. Okay, da muss ich ein paar Sachen natürlich wahrscheinlich wegnehmen. Alles klar. Ja. Mein Inventar-Loot, wie ihr ja gehört habt, ist voll. Und ich bin jetzt mal gespannt, was uns erwartet, wenn wir am Ziel sind. Ob wir noch ein kleines Gespräch mit irgendjemandem haben. Oder ob wir wieder in unserem coolen Raum wieder am Start sind. Hier sind die Partikel von Dr. Pym. Viel Glück, Iron Man. Danke. Ich werde es brauchen. Was genau ist dieses Starboosting? Okay, Leute. Komm ins Tech-Labor, Kleine. Und siehst dir so, ja, da wäre natürlich schon die nächste Mission. Denn Starboost-Rüstung aus dem oberen Stockwerk des Technologielabors beschaffen. Ja, das wäre dann etwas für das nächste Let's Play, Leute. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich euch auch. Und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Play, Leute. Also macht's gut und haut rein, Leute. Und tschüss.